Hallihallo, ihr Lieben da draußen und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Mod. Die Mod-Vorstellung, die ihr draußen so noch nie groß gesehen habt, denn wir haben ganz verschiedene Mods. Nämlich Fun-Mods, skurrile Mods, eigene Mods von Sebi-Modding natürlich und, ja, wie heute, mal ein wunderschöner Steyr 4145. Der, wie ich finde, sehr gut gelungen ist. Als erstes gehen wir mal ins Menü und gucken uns den mal an von den Konfigurationseinstellungen her. Denn ihr guckt hier, da gibt es nämlich einiges. Es gibt schon mal ganz viele Farben, aber es gibt natürlich auch verschiedene Motorausführungen. Wir haben zum einen 145 PS, wir haben dann stufenlos, haben 175 PS und haben auch das nochmal in stufenlos. Was schon mal ziemlich cool ist. Reifenhersteller haben wir Trelleborg, wir haben Michelin, Conti, Mitas, BKT, Redestein, Nokian und dann sind wir schon wieder bei Trelleborg. So, wir können natürlich auch Reifenvarianten so ein bisschen durchspielen, Breitreifen mit Gewichte und so weiter und so fort. Ihr kennt es im Endeffekt ja schon. So, dann können wir in den Traktor einen Bildschirm einbauen. Na, hier oben seht ihr das. Entweder ja oder eben nein. Dann können wir am Lenkrad ein bisschen was tüfteln. Also einfach mal kurz hier hingucken. Wir können das alte Lenkrad reinbauen oder eben schon das neue. So, dann haben wir Kotflügel vorne. Können wir machen oder eben auch nicht. Wir können eine Rundumleuchte basteln, links, rechts, beide zusammen. Und wir können einen Schutz nach oben drauf bauen, für die, die im Forst unterwegs sind. Genau. So, wir können hinten ran noch ein Dreieck machen. Ne, so ein Achtungsdreieck. Finde ich jetzt nicht ganz so besonders cool. Aber was ganz wichtig ist, wir können auch einen Frontladeranbau machen, wo sich dann ein paar Teile natürlich dazu konfigurieren. Und wir können jetzt auswählen, wollen wir den Traktor mit Interactive Control steuern oder wollen wir es mit Maus Control steuern. So, ich habe mich hier mal in dem Beispiel für Interactive Control entschieden. Zeige ich euch dann gleich, was der alles kann. Hauptfarben haben wir natürlich ganz viele verschiedene. Wir haben noch Designfarben. Wir haben das Interieur können wir umstellen. Da haben wir jetzt nicht ganz so viel Auswahl. Wir können die Türen noch auswählen. Wir können die Felgenfarbe auswählen. Und wir haben natürlich wie immer ein Kennzeichen dran. Genau, so sieht's aus. Die Lok sieht soweit ganz sauber aus, also das sieht wirklich ganz schnieke aus. Und hier, wenn wir jetzt mal draußen an dem Gefährt dran stehen, ja, sind die Oberflächen einfach wieder ziemlich gut gemoddet. Es ist alles sehr schön, es ist alles stimmig, es passt wirklich sehr gut. Und hier seht ihr schon, haben wir Interactive Control. Das können wir im Endeffekt einschalten mit, man sieht es jetzt hier nicht, aber ihr könnt es einschalten mit der Raute-Taste, wenn ihr drinnen sitzt. Könnt ihr die Raute-Taste drücken, also das Kreuz, ne? Oder Hashtag, wie es heute heißt. Und dann könnt ihr im Endeffekt Interactive Control nutzen. So, ihr müsst natürlich aber den Interactive Control Mod, soweit ich weiß, aber drauf haben. So, was können wir machen? Wir können zum Beispiel ganz, ganz cool hier die Türen öffnen. Können dann einsteigen im Endeffekt. Dann haben wir, hier seht ihr es jetzt, ne? Können wir innen noch Interactive Control anschalten. Das heißt, wir können die Tür öffnen und wir können hier hinten raus öffnen. Genau, sehr viel mehr kann man jetzt erstmal nicht darüber erzählen. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Ich mache mal die Musik aus und dann hören wir uns mal rein, wie der Hude doch so ein bisschen klingt. So, Achtung, los geht's. So,
Okay, ich glaube, das reicht schon eigentlich für die Demonstration. Ich muss hier wirklich mal eins sagen. Es ist ein Steier, ja. Ne? Kann man jetzt mögen oder kann man nicht mögen? Also gerade hier vorne so die Front oder sowas stört mich manchmal ein bisschen. Aber es ist wirklich ein schöner Traktor. Und ich muss sagen, ich würde den sogar mir wahrscheinlich auf meinen digitalen Hof stellen und damit wirklich arbeiten. Traktionsmäßig ist der geil. Also vom Handling her ist der einfach wirklich gut. Diese kleinen Interactive Control Schmankerl oder Bonbons fetzen mir eigentlich wirklich richtig gut. Und ich gehe nochmal mit euch rein. Das Innenleben hier finde ich auch richtig geil. So, dazu kann man noch eins sagen, der Traktor ist natürlich auch für einen Beifahrer, fürs Beifahrerskript gemacht. Bedeutet also, ihr könnt, wenn ihr im Multiplayer seid, einfach jemanden mitnehmen. Ne, der ist dafür ready, geht wunderbar, könnt ihr alles machen. Ja, viel mehr gibt es eigentlich zu dem Traktor jetzt nicht zu erzählen. Wie ich immer sage, ladet euch die Mods bitte wirklich vom Mod-Hub runter. Da seid ihr ganz sicher, dass es dem Modder zugute kommt. Oder nutzt einfach Links und Kontakte zu den Moddern direkt. Und nutzt nicht Klau-Seiten, denn wir sind dafür da, dass der Mod-Klau sofort gestoppt wird. Oder weitestgehend einfach gestoppt wird. Genau. Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu erzählen. Es ist ein wunderschöner Traktor. Holt ihn euch mal. Ich kann den definitiv empfehlen und das ist mein Fazit. Bis dahin, macht's mal gut. Wir sind erstmal raus. Tschüss und ciao.